Wie klebt man eigentlich diese komischen EKG-Elektroden richtig an? Bei einem 12-Kanal-EKG muss man jetzt erstmal zwischen den 6 kurzen Brustwandableitungen und den 4 langen Extremitätenableitungen unterscheiden. Ich fange jetzt mal an mit den 6 Brustwandableitungen und um genau zu sein mit dem ersten Triple, nämlich der Ampel. Hier hat man die Farben Rot, Gelb und Grün. Und genauso klebt man es auch. Man startet mit der roten Ableitung im 4. Interkostalraum parasternal rechts und orientiert sich dann an der weiter. Dann kommt das nächste Triple und hier habe ich jetzt einen super coolen Merkspruch gelernt. Und zwar will die Oma einen Kuchen backen, der soll braun werden, aber der wird schwarz und deswegen ärgert sie sich lila. Das heißt, die nächsten drei klebt man in der Reihenfolge braun, schwarz, lila. Orientierend an den drei, die man jetzt schon davor geklebt hat. Und dann fehlen noch die Extremitätenableitungen. Die klebt man eigentlich an die Extremitäten, aber es geht auch etwas zentraler. Hier folgt man wieder dem Ampelprinzip und zwar im Uhrzeigersinn. Das heißt, die rote Ableitung geht an die rechte Schulter, die gelbe Ableitung an die linke Schulter, die grüne an die linke Hüfte und die schwarze an die rechte Hüfte. Und das war's auch schon.